Ja, der Down ist leider total im Arsch, oder? Aber ich glaube, vorne ist noch ganz gut. Ich gehe jetzt gleich mal mit der Bürste drüber. Wenn du die Bürste kommst, hast du ja eine. Ja. Würfel. Stress. Jetzt kommt noch eine Alukurbel, Alter, dafür. Das war so ein geiles Signal. Weißt du, was komisch ist bei den Deckeln? Da ist überall die Dichtung raus. Ja, ich hab's hier ein bisschen erwischt, irgendwo, da, hier. Das sieht aber noch gut aus. Das geht kaputt, Junge. Halt mal Detektor rein. Alter, wie tief, Junge. Da ist auch noch ein bisschen Leder. Und das Ding, das streckt sich bis darüber. Und der hockt auch noch im Schützenbach an. Mach mal so, ne? Hier, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das Signal hättest du sehen müssen, das war so assi. Kacke. Und vor allem waren die ersten 20 cm extrem verdichtet. Ja. Ein Video machen, gell? Ja. So. Wir sollten uns nur oben im Rand hier so aufhalten. Ja, ja. So, ich bin auch immer da runter mal. Ja. Das ist aber nichts. Ja. Da hat einer wirklich mit viel... Hast du gerade noch deinen Schlüssel? Können wir ein schönes Fundbild machen, vielleicht auf dem Baumstamm. Und, ach so, ja, da ist ja noch der Kasten. Ey, das ist eine richtig dicke Lederzunge. Schau mal, was das für ein dickes Leder ist. Das ist auch noch ein bisschen Metall. Boah, das Koppelschloss ist richtig durch. Das ist ein Riesenstück Mantel. Mit dem los, dass er da seinen Mantel verklappt hat. ist auch noch schön beieinander. Mhm. Ja, für Eisen ist der Boden hier gut. Oder war der lackiert? Ja, bestimmt. Die müssen am Hersteller drauf sein, aber das ist jetzt nicht mehr. Pack die Bürste aus, ne? Wollen wir mal nachschauen. Das ist vielleicht noch kernig, das merkst du vom Gewicht her so. Also, das könnte auch mit Messing beschichtet sein, wenn du es mal drehst. Hier, da diese eine Ecke da drin, da ist sowas Grünliches drauf. Mhm. Da gab es ja auch... Das ist einfach so bitter. Da siehst du gar nichts mehr drauf. Da vorne ist noch irgendwas.